Schön, dass du heute wieder da bist. Mein Gruß kommt heute aus Sizilien zum Thema mein teuerstes Interview. Ja, ich habe ja schon seit vielen Jahren führe ich immer wieder Interviews und lerne unglaublich viel durch und mit meinen Interviewgästen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war in Kambodscha. Anfang 2018, zu Beginn unserer Weltreise, als ich eine Empfehlung gekriegt habe für einen Interviewgast, der zu dem Zeitpunkt ein Thema hatte, das für mich sehr, sehr fremd war. Da ging es um diese ganzen Cashflow-Geschichten. Zu dem Zeitpunkt kannte ich das Wort nicht mal so richtig. War auf jeden Fall ein super, super spannendes Interview. Er hat unter anderem diese Krypto-Geschichten gehabt und ja, ich fand ihn sehr sympathisch. Ich fand das, was er erzählt hat, sehr sympathisch. Und wir haben damals tatsächlich dann so einen kleinen Sparplan angelegt. Mit 150 € Einzahlung einen kleinen Sparplan abgeschlossen und haben sozusagen gesagt, ja, gucken wir mal, was da passiert. Wir haben das nicht weiter verfolgt, beziehungsweise ich nicht so weit verfolgt, weil mir ist es immer wichtig, breit aufgestellt zu sein. Du weißt, es geht mir immer darum, verschiedene Dinge anzuschauen und verschiedenes auf verschiedenen Beinen zu stehen. Und gerade was das Geld anlegen betrifft oder Geld investieren, ist es in meinen Augen auch wichtig, Unterschiedliches anzuschauen. Naja, was ich dir auf jeden Fall erzählen möchte, ist nämlich mein teuerstes Interview und mein erfolgreichstes. Denn was ist passiert in diesen 3 Jahren? Wir haben dort angelegt, also vielleicht muss man noch dazu sagen, bei dieser ganzen Krypto-Geschichte, da gibt es ja inzwischen tausende, ganz viele unterschiedliche und egal wie man dazu gestellt ist, ich persönlich, ein bisschen Geld gebe ich da rein. Die Entwicklung macht für mich Sinn, kann allerdings auch sein, dass es verloren ist. Also es ist immer mit einem große Renditen sind einmal auch mit großem Risiko verbunden. Allerdings war der Bitcoin vor 12 Jahren mal bei ein paar Cent gestanden. Inzwischen steht er bei 37.000. Und in der Zeit dazwischen gab es immer große Auf und Abs. Immer und immer wieder. Ja. Jetzt habe ich dir erzählt, wir haben einen kleinen Sparplan gemacht und wir haben so einen Ersteinstieg gemacht. Und da gibt es bei diesem, ja, wie nennt man denn das? Performancegebühren. Ja, das sind also Kosten damit verbunden für diese Software, für dieses ganze Hintergrundsachen. Und da fallen 20% Kosten an. Das sind insgesamt, haben sich die jetzt in den 3 Jahren auf 7.000 € belaufen. Performancegebühren. Jetzt würdest du vielleicht sagen, wow, was ist denn das? Das ist ja richtig, richtig viel. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir 300% Gewinn gemacht haben in diesen 3 Jahren auch. Wir haben immer wieder auch was rausgenommen, aber 300% Steigerung. Also du siehst, es war mein teuerstes und mein erfolgreichstes Interview, denn ich habe mich seitdem mit diesem Thema immer wieder mal beschäftigt und mit unterschiedlichsten Menschen beschäftigt. Und es ist nur ein Thema, was das Thema Cashflow betrifft. Und ich freue mich riesig, dass wir bei unserem nächsten Inspiration Day genau auf dieses Thema eingehen. Denn bei mir geht es ja immer um den wahren Reichtum oder geht es um inneren und äußeren Reichtum. Und bei dem Äußeren mag ich einfach verschiedene Faktoren anschauen. Ich selber bin, und das weißt du, eine absolute Befürworterin von Network Marketing, vom professionellen Network Marketing, weil du hier dir ein Einkommen aufbaust, auch ein residuales, ein wiederkehrendes, auch ein passives Einkommen. Deswegen haben wir auch eine Sprecherin im Bereich Network im Inspiration Day dabei. Und wir haben natürlich auch jemand zum Krypto mit dabei, denn auch das ist ein Thema, wo ich glaube, da darf man hinschauen. Wir haben kürzlich auch was kennengelernt, wo ich sage jetzt mal eine Plattform, wo aus den 6 besten aus den 8 besten mal rausgesucht wird und haben auch hier einen kleinen Sparplan. Nicht viel,
In dem einen, wo wir reingestellt haben, haben wir 30% plus gemacht, im anderen 30% minus. Das sind aber Dinge, das geht immer auf und ab. Weißt du, bei einer Immobilie, die kaufen die Menschen in der Regel und wissen, dass sich das einfach entwickelt. Und da schaut man nicht jeden Monat drauf, wie hat sich denn jetzt der Immobilienpreis entwickelt, was ist da, sondern in der Regel kauft man Immobilie und Jahre später, wenn sie dann verkauft werden soll, dann ist man entweder freudig überrascht, wie sich der Immobilienpreis nach oben entwickelt hat, oder auch enttäuscht, wenn er nach unten gegangen ist, ja, und schaut, will ich, muss ich sie loswerden oder kann ich es einfach noch halten. Dazwischen passieren auch Dinge, aber bei einer Immobilie ist es klar, dass es eine Anlage ist und dass da, wenn ich es vermiete, Cashflow reinkommt. Da schaue ich aber nicht so sehr drauf. Ganz anders bei verschiedenen anderen Anlageformen. Wichtig ist mir hier, ganz oft heißt so schön, Gier frisst Hirn. Ja? Man hört und sieht und sagt, wow, wenn du jetzt hörst bei mir in 3 Jahren 300%, oh, will ich auch und steckt ganz viel rein. Und da rate ich persönlich zu Vorsicht, Achtung. Ich empfehle dir durchaus, es anzuschauen, denn ich empfehle auch jedem, ja, gegebenenfalls, wenn er denn das möchte, da auch ein bisschen was zu investieren. Aber nur das, was er auch erübrigen könnte, was auch verloren gehen könnte. Und wenn es sich dann vermehrt, ist es was Wunderschönes in meinen Augen. Aber vor allem die unterschiedlichen Sachen anzuschauen. Ich habe im Inspiration Day auch jemanden eingeladen, der mit Büchern Cashflow macht. Ich habe natürlich auch jemanden eingeladen, die mit Immobilien ihren Cashflow macht, 37 Immobilien besitzt und vor allem zeigt, wie funktioniert das. Ich habe auch jemanden eingeladen, die im Trading unglaubliche Gewinne verzeichnet. Also mir ist es wichtig, die unterschiedlichsten Möglichkeiten anzuschauen und dann für dich eine Entscheidung zu treffen. Ich wollte dir einfach heute mal oder mit dir heute teilen, was so mein teuerstes und mein erfolgreichstes Interview war. Und mag dich einladen, selber auch hinzuschauen, wie viel Einkommensströme hast du denn bis jetzt? Wie laufen sie? Wie sind sie? Wie viel möchtest du gerne haben? Was macht für dich Sinn? Wenn du magst, natürlich sehr, sehr gern auch in einem persönlichen Gespräch. Ich arbeite in all den Bereichen mit Experten zusammen. Ja, ich selber bin nur in zwei Sachen wirklich gut aufgestellt. Das ist einmal das Thema Network Marketing und es ist das andere Thema, wie du online einfach dein Business voranbringst, damit du wirklich erfüllt und frei leben kannst. Und für alle anderen Bereiche habe ich Experten an meiner Hand, mit denen ich kooperiere, weil ich glaube, es ist immer gut, in so einem Netzwerk zusammenzuarbeiten. Also von daher gern ein persönliches Gespräch oder komm einfach zu unserem Inspiration Day, lass dich inspirieren sozusagen, schau dir diese Möglichkeiten an und entscheide du für dich, was für dich Sinn macht. Ich jedenfalls habe ja immer diesen Satz am Ende unseres Interviews lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Deswegen habe ich damals gesagt, okay, so einen kleinen Sparplan mache ich. Und ich sage immer, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Ich habe auch viel verloren und viel, viel gewonnen, weil meine Grundausrichtung auf die Fülle geht. Und ich glaube, das ist das Grundlegendste, nicht blindes Vertrauen und einfach Geld irgendwo nur reinstecken. Aber Vertrauen in sich, in die Welt, ins Universum und Wissen zu kombinieren, dann zu entscheiden und die Dinge zu tun. Und dann geschehen wunderbare Dinge, ob das jetzt mit sowas wie Krypto passiert oder mit ganz was anderem. Das weitet sich normalerweise auf viele, viele Bereiche aus. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn dich andere Dinge noch interessieren, schreib mir gerne die Fragen. Ich freue mich jedenfalls,
dass du als Hörer meines Podcasts mit dabei bist. Ich freue mich für jedes Feedback. Ich danke für jedes Feedback und freue mich immer, wenn ich dich ein Stück inspirieren kann und darf, hinzuschauen, dich zu öffnen für verschiedene Themen und Möglichkeiten. Schreib mir gerne, was du für Erfahrungen hast, wie du unterwegs bist. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.